Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte in Christus. Vor wenigen Tagen haben wir zum Thema gepredigt, wer glaubt, sieht alles in einem anderen Licht. Tatsächlich ist es so, dass auch das Negative für uns immer in einem positiven Licht gesehen werden kann, aus dem Glauben heraus, denn wir haben nie Grund zur Hoffnungslosigkeit, zur Resignation, zum Aufgeben oder zum Denken, das und jenes ist sinnlos. Denn letztlich ist alles in Gottes Hand. Und Gott kann und will aus dem größten Schlamassel, den die Menschen anrichten, noch etwas Gutes machen. Natürlich ist unser Mitwirken gefragt. Drei Ereignisse des vergangenen Jahres möchte ich mit Ihnen in diesem Lichte unseres Glaubens betrachten und daraus unsere Schlüsse ziehen. Das erste große Ereignis ist natürlich die Corona-Krise. Wir haben geglaubt, sie ist nun vorbei, sie wird im Sommer überwunden sein. Und jetzt? Jetzt wird sogar gesagt, sie wird uns bleiben. Wir sehen alle, meine Lieben, die Hilflosigkeit und auch die Armseligkeit derer, die mächtig erscheinen. Auch derer, die die Wissenschaft führen. Wir denken auch an die unlogischen Verordnungen. Wir denken an die Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte, an den vielen Streit und den Unfrieden. Für uns Gläubige ist all das nicht verwunderlich. Wir sollten uns vielmehr darüber wundern, dass so wenige darauf kommen, dass wir Gott brauchen in dieser Situation. Gott will das Unglück Corona nützen, dass wir endlich aufhören, allein auf Wissenschaft und auf unser Können zu vertrauen, sondern dass wir auch auf und vor allem auf ihn bauen. Das will uns Gott durch diese Krise vor allem sagen. Er steht bereit, ruft mich ab. Durch das Gebet, durch unsere Opfer und nicht zuletzt durch das heilige Messopfer. Das zweite große Ereignis war die Wahl der neuen Regierung. Sie stellt sich unter das Motto mehr Fortschritt wagen. Ich möchte in ein paar Punkten in den Koalitionsvertrag schauen. Ist das Fortschritt? Da heißt es, wir stellen Versorgungssicherheit her. Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Ist das ein Fortschritt? Sind die Ärzte nicht dazu da, das Leben zu schützen und zu erhalten, statt zu töten? Das zweite Zitat aus diesem Koalitionsvertrag. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehört zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. Gesundheitsversorgung. Ist die Schwangerschaft eine Krankheit? Und warum müssen die Krankenkassen das Töten von Menschen bezahlen? Fortschritt wäre vielmehr, wenn man die Frauen, die in eine solche Bedrängnis kommen, wenn man die fördert, wenn man sie ermutigt, wenn man diese Frauen unterstützen würde, wenn man jene, die Frauen zur Abtreibung drängen, bestrafen würde, wenn man endlich das Leiden der Frauen ernst nehmen würde, die unter den seelischen Folgen einer Abtreibung so schwer leiden. Wir Priester können davon ein Lied singen. Dann heißt es weiter,
im Koalitionsvertrag mehr Fortschritt wagen. Sogenannte Gehsteigsbelästigungen von Abtreibungsgegnern setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Was sind denn das für Gehsteigsbelästigungen? Das sind jene, meine Lieben, die in der Nähe von Abtreibungskliniken beten. Schauen wir noch auf den Fortschritt in der Familienpolitik. Familie ist vielfältig und überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Also Familie ist nicht mehr Vater, Mutter und Kind, sondern das sind alle, die füreinander Verantwortung übernehmen. Das können also auch 2, 3 oder 4 oder 5 sein. Das ist ein totaler Bruch mit dem Christentum. Nicht bloß mit dem Christentum, sondern mit allen Hochkulturen dieser Welt. Ist das ein Fortschritt? Oder ist es nicht vielmehr ein Rückfall in die Steinzeit? Wir fragen uns, wie konnte es so weit kommen? Wo sind die christlichen Kräfte in Politik, Gesellschaft und Medien und in der Kirche? Was ist los mit der CDU-CSU? Denken wir an die Gender-Ideologie, wie wenig Widerstand, selbst in diesen christlichen Parteien. Sie müssen sich neu, hoffentlich jetzt, formieren, neu aus dem christlichen Geist zusammenstehen und aufstellen. Wo sind die ungezählten Professoren in den katholischen Fakultäten, die Professoren der Moraltheologie, der christlichen Gesellschaftslehre, der Philosophie, die jetzt aufschreien müssten? Wo sind die Bischöfe? Unser Bischof hat Gott sei Dank heute Nacht bei der Silvestermesse klar Position zum Schutz für die Ungeborenen bezogen. Wir sehen, wir haben eine große Krise in der Kirche. Die Kirche ist aber etwas ganz Großes. Sie ist unsere heilige Mutter, durch die wir Kinder Gottes geworden sind. Der heilige Apostel Paulus vergleicht die Kirche mit dem Leib Christi. Christus ist praktisch die Seele der Kirche, das Haupt, sagt Paulus. Und an diesem Leib Christi sind viele Glieder lahm, krank. Manche vergiften sogar den Leib. Wir müssen denken an arme Bischöfe, die die Stellung halten wollen. Denken wir an den synodalen Weg, wo die Mehrheit der Synodalen die Frage gestellt hat, braucht es überhaupt noch Priester? Das müssen Sie sich vorstellen, so einen armen Bischof, der da drin sitzt. Wir leiden alle mit. Die Kirche ist unsere heilige Mutter, sie ist der fortlebende Christus auf Erden. Und darum müssen wir die Kirche umso mehr lieben. Das sagt uns Gott durch diese Krise. Der Sturm, der durch die Kirche fegt, wird die dürren Äste wegreißen, Gott sei Dank. Wir müssen von einem neuen Anfang ausgehen. Wir brauchen christliche Schulen und Ausbildungsstätten, die eine neue christliche Führungsschicht heranbilden, aus der dann auch die christlichen Parteien profitieren und neuen Nachwuchs bekommen. Auch aus der christlichen Jugendarbeit. Wir brauchen christliche Jugendarbeit, die wirklich diesen Namen verdient. Nicht umsonst haben wir hier die katholischen Pfadfinder Europas gegründet. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also will Gott auch wieder, dass wir die Macht des Gebetes und des Opfers einschalten. Und das wird neuen Aufbruch bringen. Allein schon deshalb, weil diese heidnischen Bewegungen keine Zukunft haben werden, weil sie sind auf Sand gebaut. Ich möchte den großen deutschen Dichter
Reinhold Schneider zitieren, der ein Kämpfer gegen den Nationalsozialismus war. Nach dem Krieg wurde er gefeiert als großer Held. Während des Krieges wurde er verdammt und er wäre beinahe zum Tode verurteilt worden. Und dieser Dichter Reinhold Schneider, der hat das berühmte Gebet und Gedicht geschrieben, aus dem ich ein bisschen zitiere zum Abschied. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt der richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt. Corona-Krise, Kirchenkrise, Koalitionsvertrag der Fortschrittlichen. Alles zeigt, wir schreiten fort von Gott, aber ohne uns, meine Lieben. Ohne uns. Wir dürfen diesen Weg fort von Gott nicht mitgehen. Und keine Angst, vertrauen wir auf den, der wahren Fortschritt bringt und der sich wieder durchsetzen wird, nämlich auf Gott. Und so wollen wir jetzt auch dieses neue Jahr zu einem Jahr des Fortschritts mit Gott machen, indem wir die Heilige Messe ganz besonders in diesem Anliegen aufopfern. Amen.